Willkommen bei The Nosy Rosy, hier ist die Jen Lee Show. Ja, hallo und willkommen diese Woche zur themenfreien Woche und bei mir gibt es heute mal wieder News und das heute alles ganz im Zeichen der Homo-Ehe. Fangen wir gleich mal an. Ja, die Homo-Ehe in Deutschland, die ist 10 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, Homo-Ehe. Du kommst ja fast schon die Pubertät, also es wird Zeit, dass du mal komplett angeglichen wirst. Aber sagen wir immer ein paar positive Sachen, nämlich das erste Paar, das sich getraut hat, und das nämlich in Hannover, die sind immer noch zusammen. Das ist ein schwules Paar namens Friedrich und Reinhard. Glückwunsch, ihr beiden. Ja, die sind immer noch glücklich und zusammen und das ist doch ein schönes Zeichen. Also, ja, wundervoll. Und, ja, nochmal zu Homo-Ehe in Deutschland. Ihr alle wisst sicherlich, wie das darum steht mit den ganzen Rechten, Pflichten, bla bla bla. Wer das nicht weiß, der kann sich ja nochmal das Video angucken, das ich mal über die Homo-Ehe gemacht habe. Ich denke mal, das müsste noch einigermaßen aktuell sein. Hier ist der Link. Apropos Link, ach, das muss ich gerade nochmal erwähnen, ne? Diese YouTube-Links hier waren früher bei, also in diesen Videos, die waren immer so blöd, wenn man draufklickt hat, dann ist das Video halt, dann ist dieses neue Fenster aufgegangen und das Video war zu Ende und man wollte es vielleicht eigentlich noch zu Ende gucken. Ganz schön blöd, aber das hat sich nun geändert. Es gibt nun nämlich Links, die öffnen sich in einem neuen Fenster und man kann das Video, das wir gerade zu Ende gucken. Also, ihr könnt getrost draufklicken, es öffnet sich ein neues Fenster, da könnt ihr dann erstmal auf Pause drücken und dann könnt ihr hier einfach quasi weitergucken. Ist das nicht toll? Danke, YouTube. So, okay. Und ja, also in diesem Video erzähle ich alles so ein bisschen über die Homo-Ehe und einfach nur mal, ja, so rein Interesse halber, was, da eigentlich momentan so passiert. Ich erzähle euch mal, was dieses Jahr alles schon in der Richtung passiert ist. Und zwar haben nämlich im April dieses Jahres zum Beispiel eine Initiative aus Hamburg und Berlin das Angleichen der Einkommensteuer und das Adoptionsrecht gefordert. Und alle CDU-CSU-regierten Bundesländer haben das mal wieder abgelehnt. Und das Gleiche ist auch wieder im Juni passiert. Da war eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen aktiv. Und zwar von der SPD und von den Grünen. Und wiederum haben die CDU und CSU-regierten Bundesländer das abgelehnt. Und das, obwohl im Mai diesen Jahres der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ein Grundsatzurteil entschieden hat, dass nämlich die Benachteiligung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in Deutschland nicht mit dem EU-Recht in Einklang steht. What the... Ne? Also, es geht doch nicht. Es geht nicht, Leute. Akzeptiert es einfach und es muss angeglichen werden. Naja, aber wie ich auch schon mal in einem Video gesagt habe, ich denke, das geschieht nicht unbedingt aus Nicht-Akzeptanz, sondern eher aus Geldgründen. So, naja, weiter geht's. Eher positiv mal wieder. Gehen wir über den Teich in die USA nach New York. Und zwar ist im Staate New York seit kurzem, seit vorgestern glaube ich, die Homo-Ehe geöffnet. Also es ist erlaubt, sich zu trauen. Und das haben auch gleich in der ersten Nacht über 800 Menschen oder Paare getan und sogar auch einige an den Niagara-Fällen. Und sieht das nicht schön aus mit einer Regenbogenbeleuchtung? Ha, ein Traum. Wer möchte so nicht heiraten? Ha, nein, also ich stelle mir das echt schön vor. Und ja, als ich das gelesen hatte, war ich etwas überrascht, weil mir war nicht klar, dass die Niagara-Fälle in New York, also beziehungsweise in der Stadt New York sind. Peinlich, oder? Na gut. So. Und, gut, aber das heißt nun nicht, dass in den USA alles Paletti ist, denn vor kurzem gab es da auch eine Umfrage, da wurden 900 Amerikaner befragt
Und ja, die Ergebnisse sind sehr krass irgendwie. Obwohl man muss sagen, man könnte sie auch als positiv deuten. Ich denke mal auf jeden Fall, dass sie besser geworden sind. Die Ergebnisse sagen nämlich, dass 24% der Amerikaner denken, dass man Homosexualität heilen kann. Also jeder Vierte denkt das. Und 43% denken, Homosexualität ist eine Sünde. Hallo? Geht's noch? Naja, aber trotzdem, 51% denken, dass die Homo-Ehe geöffnet werden soll und 58% denken, dass die Adoptionsrechte auch angeglichen werden sollten. Das ist ja schon mal die Hälfte, also der zweite, das ist, ich weiß nicht, ist das viel oder ist das wenig? Ich kann mich da gerade nicht entscheiden, ob das eine gute oder eine schlechte Prozentzahl ist. Denkt ihr, das ist viel? Denkt ihr, dass 51% oder die Hälfte aller Amerikaner, also dass sie denken, ja, dass sie positiv denken, dass das viel ist? Also, ja, keine Ahnung. Ich verhaspel mich ja schon wieder. Naja, gut. So viel von mir an News aus diesem Monat und an News in Richtung Homo-Ehe. Abschließen möchte ich mit einem schönen Bild, das mir ein Freund letztens gegeben hat. Dieses hier. Homosexuals are gay. Okay. Natürlich. Also ich finde das echt lustig, das Bild. Ich stelle mir nur die Frage, ist das Bild, also ist dieses Plakat von einem Pro-Homo-Menschen, also der für die Homorechte kämpft und das quasi mit Humor nimmt? Oder sind das Anti-Homo-Leute gewesen und wollten sie damit uns beleidigen? Also, wenn das der Fall sein sollte, ist das doch eigentlich echt lustig und ja, also ganz schön blöd. Denn es ist ja eigentlich ja, sehr lustig. Naja, gut. In diesem Sinne, ich verabschiede mich hiermit mit meinen News und ja, alle, die sich jetzt immer noch wundern, was die Gen D-Show zu bedeuten hat, ja. Das verrate ich nicht. Nein, ihr könnt ja mehr raten. Und ja, ich grüße dich mit ganz lieb Duni. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Und ja, genießt das schöne Wetter, das wir heute haben. Wer weiß, ob der Sommer wirklich bleibt. Und ist er überhaupt überall? Also in Hamburg ist es jedenfalls heute schön. Ich rede schon wieder Blödsinn. Ich sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche, bis dann, die Jen.